Ja, und ein herzliches Hallo wieder aus Argentinien, Moto2 im Mark VDS Racing Team. Ja, ganz interessant, in meiner privaten Saison, wenn wir gleich ins Quali gehen, habe ich da nur ins 43.5 oder ins 43.6 gleich geschafft und war auf der 6. Position ungefähr, glaube ich, beim Start. Jetzt mit der Mark VDS bin ich gleich um eine halbe Sekunde schneller. Das ist sehr gut, ich bin nur 6. im Rennen geworden und diesmal, wenn es so ist, können wir sogar um den Sieg mitfahren. Was ja voriges Jahr nicht gegangen ist, also in der vorigen Saison. Mit der Mark VDS sind wir da anscheinend eine Sekunde schneller. Mit dem Kallax Chassis. Mit Top-Qualität alles. Da also werden wir uns gleich natürlich jetzt in den Rennen auch anschauen, ob das auch so zutrifft. Im Privatteam waren wir da nicht ganz dabei. Zarco, ja, ist wieder hinter mir gewesen. Die üblichen Verdächtigen wieder mal. Ja, los dann da hinten, dann Rabat, Rins, Folger, da ist die ersten beiden rein. So, los geht's. Dann mal vorsichtig in die erste Kurve. Ja, Führung wäre natürlich geil. Gut, dann stellen wir uns mal als Dritter an. Ah, schön raus. Tito hinter mir. Zacco geht da auch schon raus. So, mal erste Runde mal ein bisschen vorsichtiger anbremsen. Wir haben ja nichts zum Verschenken. Also, wir brauchen nichts riskieren, das wollte ich eigentlich sagen. Wir haben auch nicht den dritten Platz zum Herschenken. So, ja, da habe ich gleich aufgemacht. Das war natürlich jetzt ein bisschen fast ein Fehler. Rins auf einmal hier. Wo kommt Rins her? Okay. Ah, da kommt schon Tito. Verdammt. Eieiei, gar nicht mal so gut die erste Runde. Aufpassen, da haben wir schon ein bisschen. Sind wir schon ein bisschen gerutscht. Hier wieder rausverschlagen müssen, auch aufpassen. Okay. Puh. Das Rennen wird, glaube ich, nicht so einfach. Da müssen wir uns fast ein bisschen anstrengen, die neuen Runden. So, jetzt hier ist wieder ein bisschen mein Sektor. Oh, sorry. Kurz angelehnt, nichts passiert. Aber den Vorteil, da muss ich nützen. Jetzt rankommen wieder heißt es. An Zarco und los. Hat wieder zu früh gebremst, gibt's ja nicht, das hat doch gepasst. Ah, voll rein, perfekt, das passt. Ja, sehr gut. Ja, nicht ganz sauber erwischt. Ja, relativ früh aufs Gas, genau. Rins noch da. Fast schon ein Ticken zu schnell gewesen. Weil ich mich da heute nicht mit einem dritten Platz begnügen muss, so wie es ausschaut. Aber wir bemühen uns. Schauen wir jetzt den Sektor wieder. Schnelles runter, aber von mir. Das ist schon mal positiv. Wenn wir das konstant weiterbringen, dann ist sogar doch noch vorne auch was drin. Ja, ging so.
Okay, wir orientieren uns gerade ein bisschen weiter nach vorne, das ist sehr gut. Abad da ein bisschen weg vom Fenster. Rinz hat überrascht. Okay, wir können uns auch noch ein bisschen rantasten an den Bremspunkt, da geht noch ein bisschen was. Na, hört es auch, ich glaube, leichte Daumenprobleme gibt es da. Ach, da ist auch eine Gefahr vom Sturz immer sehr gegeben. Also mache ich da immer früher dann wieder auf die Bremse, dass wir da ja nicht stürzen. Ah, es wird schwer hier an Zarco und los, trotz allem hier ranzukommen und die vielleicht sogar noch überholen. Zarco wieder vorbei und los jetzt. Der, wenn er abreißt von Zarco, dann nicht mehr so schnell ist. Da bin ich im Training mal beim letzten Schikane hinten weggerutscht beim Beschleunigen, also bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Hier kann man natürlich auch wegrutschen in der ersten, kein Thema. Ah, mit ein bisschen Gefühl geht das schon halbwegs. Glaubt man immer und dann auf einmal ist man doch weg. Ja, wir kommen näher. Ja, die ersten zwei Rennen haben wir ja gewonnen. Ah, das war nicht so sauber, wie man es eigentlich erwünscht hätte. Da kriegen wir da irgendwo ein bisschen Windschatten. Der Los kann da wieder vorbei an Zarco gehen. So, jetzt am Strich. Ja, war okay, das Bremsen der Bremsburg. Jetzt haben wir ihn ziemlich. Mal unruhig hier beim Rausbeschleunigen. Ja, da ist auch halbwegs dabei. Rinz, der roten Pfeil sehen wir noch immer. Der gibt nicht auf, der ist auch hinten dran hier. Aber die zwei machen ein gutes Tempo da vorne. Zarco muss ja auch schauen, dass er wieder gewinnt. Muss ja aufholen auf mich die Punkte. Ist ja schon im leichten Rückstand. Ja, schon langsam komme ich gut rein. Ich muss aufpassen eben, dass ich nicht irgendwo übertreibe. Aber irgendwas stimmt mit Don schon wieder mal nicht. Das finde ich auch schade, dass es immer solche Probleme gibt, phasenweise. Aber soweit, ja, nehmen wir das mit. Ah, schon wieder nicht so rausgekommen, wie das ich mich erwünsche. Denn wenn ich optimal rauskomme, habe ich da mehr Speed drauf und könnte die da vorne dann angreifen, vielleicht sogar. So, ich glaube, jetzt habe ich meinen Bremspunkt gefunden hier. Sehr gut. Runde 5 von 9 sind wir. Ja, da war fast ein Meter zu spät gebremst. Da muss man eher einen dicken früher. Auch okay. Kommen aber zehntelweise näher, glaube ich. Sehr gut. So, genau, da bremsen wir jetzt einen dicken früher. Ja, das war gar nicht so blöd. Sehr schön. Nummer 0,3 hinter los. Und Kallio hinten sehen wir auf dem Tableau. Vorfolger.
So, jetzt kommen wir schon langsam in Angriffsreichweite. Ja, da sind wir nicht so schlecht rausgekommen. Windschatten wäre jetzt geil. Rinz ist mal weg vom Fenster. So, hinter Zarco rein. So, da wollen wir jetzt noch nichts riskieren. Alle zwei fahren wirklich in Top-Tempo. Schwer da dran zu bleiben. Beziehungsweise ranzukommen. Aber geil zum Fahren, geiles Rennen. So macht's Fun. Jetzt haben wir auch überall halbwegs die Linie und die Bremspunkte gefunden. Guten Rennrhythmus drin eigentlich. Ja, Jonas Folger wieder war in Brünn auch nicht so schlecht unterwegs, muss man sagen. Er hat nicht ganz den Rhythmus gehabt, hat er gesagt, aber musste ihn dann ja doch irgendwie finden im Laufe des Rennens. War dann im Endeffekt gar nicht einmal so schlecht unterwegs. Ich glaube, Sechster da waren, oder ich glaube ungefähr. War gar nicht so schlecht. So, es hat wieder ein bisschen was gekostet, gerade Runde 7 von 9 sind wir. Ja, so halbwegs ranfahren, aber jetzt dann wirklich ran und überholen, das ist wieder eine andere Geschichte. Wie immer. Lowe's führt aber mittlerweile auch wieder mal zwischendurch gegen Zarco. Da bin ich auch gespannt, wie das ausgeht. Würde mir natürlich helfen, wenn Lowe's vor Zarco ist, sofern wir nicht vorbeikommen. Ah, die war scheiße. Ah, ich muss wieder ein bisschen weiter außen anfahren. Zwei Versuche haben wir dann eh noch. Na, jetzt habe ich ein bisschen den Anschluss verloren, leicht wieder. Rinz 1,2 hinten, ja, so schnell kann das wieder gehen, wenn es ist. Zarco wieder vorbei an Lowe's vorne. Na, Lowe's kann halt leider nicht immer das Tempo mitgehen von Zarco. In Qualle ist er eigentlich immer dabei. Wundert mich eh, dass er da nicht besser dabei ist eigentlich, über die ganze Saison gesehen. Ja, Lowe's war nicht ganz so gut drauf auch am in Brünn. Er war dann hinten. Bei den Verfolgern war er eh dabei, so in Folgerniveau. Aber ganz vorne war er nicht, so schnell war er nicht. Also Zarco natürlich ganz klar gewonnen, wieder super Grand Prix von ihm in Brünn. Da war auch noch ja, Dito Rabat dann auf der 2 und dann war Rinz, glaube ich, oder war der Rinz Dritter? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, Rinz war Dritter. Cortese war eigentlich auch ganz gut dabei. Ach, jetzt habe ich vor lauter Reden wieder die Einfahrt verschlafen. Ah, das schaut eher nach einem dritten Platz aus, aber den müssen wir mitnehmen. Kein Thema. Schade, wenn man wirklich top drauf ist oder vielleicht bei der ersten Runde gleich vorne ist, müssen die uns erst wieder überholen. Also möglich ist hier ein Sieg auf jeden Fall. Und hier wäre auch durchaus ein längeres Rennen. Durchaus vorstellbar, man sieht's. Da muss man halt noch länger konzentriert sein. Aufpassen aufs Heck, wir fahren natürlich für die WM. Deswegen können wir jetzt nichts mehr riskieren. Na los, momentan wieder vor Zarco auch. Hier nützt man die Strecke komplett aus. Da ein leichter Strich gleich. Hinten macht aber nichts. So, da geht schon in die letzte Runde. Mit unserer Mark VDS, von dem her sind wir wieder die Besten.
der Beste von Marc Forest, den Rabatt 5. Wie auf der 3. Bleibt natürlich WM-Führender, kein Thema. Ja, Zarco jetzt 2. Der will natürlich unbedingt gewinnen. Das wäre wichtig für ihn. Ja, und ich habe seit den ersten Runden hier irgendwie nicht mehr die Kurve getroffen. Weiß auch nicht warum. Ist mir das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder ist da schon Hälfte Gummi weg, dass das irgendwie schon so raus... Nein, ich glaube nicht. Ist auch egal jetzt. Nur wenn ich es jedes Mal treffen würde, ich glaube, dann könnte man durchaus vorne sein. Aber gut, ist halt so. Jetzt sind wir 3. Ist schon mal auch besser wie im Privatteam. Da waren wir nur 6. im Rennen. Da sind wir schon am richtigen Weg unterwegs. Ja, den echt schade Bradl von Bautista, glaube ich, noch in der letzten Runde, glaube ich, eingeholt worden. Aber in Quali hat wieder gezeigt, dass er schneller ist wie er. Hoffe, er ist dann einmal ganz gesund und kann sich auch noch ein bisschen mehr aufs Motorrad einschießen. Dass er Bautista auch im Rennen dann schlagen kann. Das wäre wichtig. Aber er hat sich auf jeden Fall mal schwer getan, Bautista, dass er ihn einholt und... Jo. Sehr schön, 3. Platz. Das nehmen wir mal so mit. Für die WM-Tabelle. Oh, Zarco nur 2. Ah, das tut weh für Zarco. Das tut Johann Zarco weh. Auch im ersten Rennen da nur 5. nach dem Crash mit mir. Da könnte er den WM-Titel verspielt haben. Da könnte er ihn wirklich verspielt haben. Auch hier sehr knapp gegen Lowes. Ich weiß nicht, ob man jetzt nicht geschaut, ob er da im vorigen Rennen 1. war. In der vorigen Saison. Hier in Argentinien, weiß ich jetzt gar nicht. So, los, Zarco, Baum, Rinz, Rabat, Kallio. Ja, Folge nur 7. Eieiei. Morbidelli, Lüthi, Simeon, Cortese, Simon, Eketa, Serin und Luis Salom. So, da haben wir es jetzt. Los, Nummer 9 Punkte hinter mir. Okay, das hatte ich jetzt ein bisschen anders am Radar, aber. Gut, das 3. bekomme ich auch nicht. Achso, Moment, das 3. Ja gut, da habe ich einige Punkte natürlich eingebüßt, ist schon klar, ja. Puh. Ja, das geht schnell natürlich. 9, ja, das ist gar nicht einmal. Ja, 51 Zarco. 15 Punkte Rückstand allerdings. Ja, hat Loso das Rennen gewonnen. Der hat natürlich die volle Punktezahl gemacht. Ho, 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 ho. Rabatt 4. Rinz, Folger, ja. Puh. Also wenn ich da nicht mit in einen Vorsprung da die letzte Drittel reingehe, dann wird es schwierig. Auch wenn er vielleicht auf den Sieg gehofft hat, das wird eine nicht leichte Saison, Freunde. Er und sein Team können stolz auf diese Leistung sein. Wäre vielleicht doch wichtiger gewesen, hier auch zu gewinnen. Als ich mir das vielleicht am Ende dann noch vorstelle. Eieiei, das könnte noch eng werden. Naja, schauen wir mal. Bleib bei deinem aktuellen Team. Team oder Sponsor wählen. Ja, die Top-Teams wird man natürlich noch nicht bekommen. Ein Privatteam will ich in der ersten Saison auch nicht fahren. Ja, die Avincia Ducati wäre sicher interessant. Aber eigentlich, glaube ich, will ich ja zu April, ja. Das ist jetzt wieder nur die... Sag deinem erstellten Manager, dass du bei deinem aktuellen bleiben willst. Du kannst mir sagen, in welchem Team oder Sponsor du interessiert bist. Ja, genau. Das ist ja nur mal, was ich interessiert bin und da kann ich noch immer abwählen. BSM ist schon gefahren. Ja, Estrella natürlich. Da könnte man beim Team bleiben. Teamkollege dann von Scott Redding. Wird durchaus interessant von der Stärke her, die Brille ist sogar eine Spur schwächer. Octo, Iota Racing und Avincia sind noch schwächer wie die Aprilia sogar. Aber durch die Neusinn, glaube ich, werde ich doch starten bei Aprilia.
Mal schauen, ob ich hinkriege, dass Stefan Bradl da mitfährt. Momentan habe ich es noch nicht hinbekommen. Dann haben wir halt Marco Melandri als Teamkollegen, ist ja egal. Hoppala. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal als Anhaltspunkt. Lorenzo gewinnt auch wieder mal. Dann Rossi, Marquez, alles noch hier im grünen Bereich. Oh, Jerez, sehr geil. Muss gleich schauen, wie es mir da gegangen ist mit dem Privatteam. Da muss ich da gleich ein bisschen orientieren dann. Gut, Freunde. Das war's. Danke. Bis dann in Jerez, Spanien. Ciao, ciao.